Jeden Donnerstag kommen Jazzbegeisterte im Fellmeyer-Himmel für eine Jazz-Session zusammen. Jeder, der ein Instrument mitbringt, ist eingeladen mitzuspielen. Und für die anderen heißt es zurücklehnen und genießen. Was für ein Lebensgefühl vermittelt denn Jazz für Sie? Es ist ein sehr angenehmes, ein tolles. Also wenn man, ich bin Amateurmusiker und wenn man das lieben und schätzen gelernt hat, dann kann man nicht aufhören. Ja, es ist einfach was Positives, was Schwungvolles. Und wie sind Sie selbst zum Jazz gekommen? Ich war eigentlich einmal Wiener Sängerknabe und bin eigentlich ein Sänger, habe aber schon hier schon lange nicht gesungen. Erst einmal, weil ich Schlagzeug spiele da, das ist meine große Leidenschaft als Amateur. Und wenn mir der Jazz als Sänger zum Beispiel zu kompliziert ist, ich kann keine Noten mehr, kenne zwar einige Nummern aus dem Radio und von Schallplatten, aber Text. Ja. Und jetzt gibt es andere, die das besser können als ich oder die das lieber machen und deswegen lasse ich das bleiben. Aber wie gesagt, Schlagzeug spiele ich schon mit 11 Jahren. Von dem Sängerkram weg habe ich gleich Schlagzeug gespielt. Allerdings als Amateur habe ich es nie gelernt. Warum sind Sie denn heute Abend hier? Weil ich Musik sehr gern mag und Live-Musik noch viel mehr. Und ja, die Chance einfach genutzt habe, wo ich das gesehen habe, dass das heute stattfindet. Wie finden Sie denn die Musik heute Abend? Ja, ganz gut, beswingt, also schön. Live-Musik ist immer gut. Und wo macht der Bass schon so schöne Musik wie beim Jazz, ne? Wer ist Ihr Lieblings-Jazz-Künstler? Nachdem ich ein alter Kerl bin, sage ich jetzt einmal Bobby McFerrin, Al Jarreau als Sänger. Dann Latin Jazz ist etwas, was mir sehr gefällt. Ich war ja schon in Südamerika. Das ist was total Positives. Also Cuba Jazz und solche Sachen. Und ist ein Leben ohne Musik vorstellbar? Nein, für mich nicht. Also ich bin eigentlich Grafikdesigner vom Beruf und das höre ich beim Arbeiten immer. Jazz, Klassik, ja, und gute Musik. Also auch gern Volksmusik, wirklich gute Volksmusik, ist auch was Tolles. Aber abseits von den Herrschaften, die man heute so kennt. Musik ist ein Teil vom Leben. Es schwingt einfach, es beschwingt, es macht Stimmung. Wenn man gut drauf ist, eine gute, wenn man schlecht drauf ist, manchmal auch ganz gut, okay. Also ich glaube, es gehört zum, wenn man Emotionen wecken kann damit, einfach dazu zum Leben.